Zurück bei unserer letzten Wahlkampfsendung in der Wahl 17, Sondersendung bei TV Berlin, heute mit Mechtild Rawert, Bundestagsabgeordneten vom Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Richtig. Und Sie möchten natürlich wieder in den Bundestag, deswegen sind wir hier, deswegen haben Sie Wahlkampf gemacht. Ihr Schwerpunktthema haben wir eben aufgezählt, Pflege, Rente hat Sie viel beschäftigt und Mieten. Wenn die Leute Sie jetzt fragen, welche Koalition wollen Sie denn jetzt? Derzeitig ist ja überhaupt nicht also die Frage der Koalition spannend. Derzeitig ist spannend, welche Partei stark wird. Und ich kämpfe dafür, dass die SPD eine starke, dass die SPD die stärkste Partei wird, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird. Und das zweite Ziel ist, dass ich die Direktkandidatin für Tempelhof-Schöneberg will. Alles andere ab dem 25. Gut, also in 3 Tagen würden Sie dazu Stellung nehmen. Kommen wir wieder zurück auf den Wahlkampf. Flüchtlinge haben Sie gar nicht erwähnt. Ist das kein Thema mehr? Das ist selbstverständlich also ein Thema, wobei ich das einbette. Ich finde das toll, habe ich eben schon gesagt. Zu jedem Thema hat sie eine Karte mitgebracht. Wobei ich das einbette in das große Thema allgemeine Chancengleichheit, also für alle. Sie sehen hier eine Karte, gehen Sie wählen, gestalten Sie unsere Demokratie mit. Hashtag Heimat Berlin. Ich habe auch bewusst genommen... Heimat. H-A-Y. Ich habe bewusst genommen, also Begriffe und auch unterschiedliche Pässe, um damit mich zu positionieren. Also für das Thema Doppelstaatlichkeit und Mehrstaatlichkeit. Das ist etwas, was also wichtig ist für viele unserer Bürger und Bürgerinnen, also hier in Berlin. Ich mache damit deutlich, dass wir uns als SPD für eine tatsächliche Willkommens-, Anerkennungs- und Akzeptanzkultur aussprechen, dass Migration und Einwanderung natürlich gemeinschaftliche Aufgaben für uns alle also bedeuten, die unsere Demokratie stärken. Und Sie hatten von Geflüchteten also gesprochen. Es gilt hier das selbstverständlich, das Asylrecht also bleibt unangetastet. Wir wollen individuelle Einzelprüfungen und wir wollen jetzt vor allen Dingen voranschreiten mit dem Thema Integration. Die Geflüchteten, die hier einen anerkannten Status haben, sollen jetzt also auch verstärkt in den Ausbildungsmarkt, denn das ist etwas, was wir gebrauchen. Und wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Bitte ums Wort, ich der Moderator. Bitte schön. Sie haben nicht gesprochen, wie viele Flüchtlinge wir denn noch reinlassen wollen. Ich bin auch strikt gegen eine fixe Obergrenze. Das heißt, alle, die kommen wollen, sollen Sie rein? Nein, wir brauchen schon, also sage ich jetzt mal, eine Sicherstellung also unserer Grenzen. Selbstverständlich. Und ich sage auch, dass also wenn es um Terrorabwehr geht, also wenn es um Gefährder also geht, dass selbstverständlich mit der Härte unseres Rechtsstaates agiert werden muss. Ansonsten für all die, die dazu beitragen wollen und werden, unseren hier erarbeiteten Wohlstand in Deutschland auch für die nächsten Jahrzehnte zu sichern, für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder, sind willkommen. Und daher plädieren wir ja auch für ein Einwanderungsgesetz. Also offene Grenzen, ja. Einwanderungsgesetz, ja. Und individuelle und Individualprüfungen, also für diejenigen und selbstverständlich also einen starken Rechtsstaat mit allen Rechten und Pflichten. Und dazu gehört eine gesicherte Grenze, auch im Mittelmeer? Das Mittelmeer ist eine sehr tragische Angelegenheit, wo ich wirklich sage, wir können nicht tatenlos zusehen, wie tausende Menschen, Babys, ältere Menschen dort elendig also ertrinken. Deswegen ist es richtig, alles zu tun, also was auch Fluchtursachen also mindert und vor allen Dingen auch alles zu tun, also was auch die Fluchtwege reguliert. Ich will nochmal aufs Thema Bildung kommen. Kooperationsverbot hatten wir angesprochen. Digitalisierte Schulen, digitalisierte Welt. Was ist da Ihr Thema, wenn die Eltern kommen und sagen, mein Kind ist 8 Jahre und will schon einen Laptop haben? Ja, das wäre ja direkt also ein Kind, was sehr spät also auch sich gut, mit also der Technik. Viele Kinder sind ja mittlerweile eher in der Lage, also die technischen Geräte auch im eigenen Haushalt zu bedienen, eher als die Großeltern. Und eher als sie sprechen können.
Ja, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber so. Und für beide Generationen gilt, die Digitalisierung unseres Lebens und unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft schreitet voran. Und alle müssen lernen. Für die Kinder müssen wir dafür sorgen, dass sie damit auch tatsächlich profunde und sicher umgehen können. Wenn Ihre Frage bedeutet, muss ich gerade bei Kindern auch darauf achten, dass sie über die virtuelle Welt nicht auch Gefährdungen ausgesetzt sind, dann sage ich ja. Wie kontrolliere ich das als Lehrer, als Vater, als Mutter? Sicherlich also auch erstmal zum Beispiel, dass Eltern auch klare Regeln auch setzen, dass ein Kind nicht den ganzen Tag also vor dem Computer sitzt oder selbst also im Smartphone und wo sie also auch immer alle mitspielen. Das geht nicht. Eltern müssen nach wie vor ihre Kinder auch ganz praktisch, also ganz körperlich, also wirklich auch Nähe, Liebe zeigen, mit ihnen etwas unternehmen, sodass Kinder auch wahrnehmen, das reale Leben ist spannend. Das ist das, was wirklich zählt und nicht nur die virtuelle Welt. Sprechen, nicht tippen. Die haben ja heute schon alle einen anderen Daumen. Also das will ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber ich will nochmal auf diese Karten gehen. Wir haben ja viele schon durch. Was haben wir vergessen von dem, was Sie... Wir haben noch gar nichts vergessen, also wir haben nur noch nichts erwähnt. Wir hatten schon das Thema allgemeine Chancengerechtigkeitspolitik. Ich habe eine Karte, schwul, lesbisch, bi, trans, inter, gehört zu mir, wie Tempelhof, also zu Schöneberg. Die ist natürlich verteilt worden, auch noch also im ganzen Kontext Kampf um die Ehe, also für alle. Es ist aber auch so, dass wir hiermit jetzt einen wichtigen und richtigen Schritt getan haben, Richtung Chancengleichheit und Durchsetzung von Bürgerrechte für alle. Aber es gibt noch viele andere Gruppen, also wo wir es noch schaffen. Und ich wünsche mir einfach, also dass wir uns alle stark machen, als Bürgerinnen, als Bürger, für gleiche Rechte unter uns gemeinsam also zu kämpfen. Das ist das, was wir brauchen für eine solidarische Welt. Daher eine starke SPD und Mechthild Rawert in Tempelhof Schöneberg. Starker Werbeblock wieder, aber wir sind ja eine Wahlsondersetzung und Sie sollen ja Gelegenheit haben, für Ihr Programm zu werben und zu kämpfen und für die Stimme. Nun sind ja die Standesämter in Berlin, ich glaube, jetzt erst in der Lage, die Ehen zu schließen zwischen Schwulen und Lesben. Das Gesetz sagt, ab dem 1.10. können also die Ehen stattfinden. Haben Sie mal kontrolliert, ob das so ist, ob das auch technisch geht, ob die Standesämter, ob da nicht steht die Mann und Frau? Da bei uns in Tempelhof-Schöneberg funktioniert es. Da sind schon genügend Termine vereinbart, ja. Wenn Sie jetzt so nach dem Wahlkampf zurückgucken, war der anders als vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren? Sie sind ja schon eine Weile im Bundestag. Wir haben noch mehr als schon in den vorletzten Wahlkämpfen das Instrument Tür zu Tür gemacht. Und da danke ich auch allen, die wirklich, also Trepp auf, Trepp ab, also geklingelt und geklopft haben. Hören Sie auch dazu, ne? Selbstverständlich, also eine sehr sportliche, also auch so, aber es ist auch gut so, also der tatsächlich dorthin zu gehen, also wo Bürger und Bürgerinnen auch wohnt. Die einen waren ganz überrascht, also tatsächlich, also auch eine leibhaftige Bundestagsabgeordnete an der Tür zu sehen. Es gab auch Situationen, wo man uns die Tür vor der Nase zugeknallt hat, das gab es unweigerlich auch. Im Grundsatz haben die Leute uns aber freundlich empfangen, haben auch freundlich also das Material genommen und dann also auf die Art und Weise, wir haben hier schon zigtausend, ich habe eine Abteilung, die hat also schon 7000 Türen also geklopft, eine Abteilung hier nur in Mariendorf. Und wie geht's Ihnen mit den Füßen? Ich habe gutes Schuhwerk. Haben Sie am Anfang schon gesagt, ich kann das ja mal gar nicht glauben, wenn Sie da jeden Tag rauf und rab sind. Ja. Gab es auch manchmal Kaffee und Kuchen? Es ist nicht dazu gedacht, dass wir Kaffee und Kuchen in der Wohnung trinken. Es ist ein Kontakt an der Wohnungstür. Wir gehen ja auch nach der Arbeit dahin. Also die meisten haben, wie gesagt, sind erwerbstätig, kümmern sich gerade um das Abendessen und. Da ist nicht die Zeit für Kaffee und Kuchen. Ja. Also Sie klingeln, aber, Tür geht auf, ich bin Mechthild Rawert, genau. Wählen Sie mich wieder, sondern es wird schon danach gefragt, so, auch, was sind Ihre Sorgen, viele also erzählen das auch, viele nehmen aber auch nur dankend die Materialien an, sagen aber toll, dass Sie bei mir gewesen sind. Wir müssen ein Wort über Ihren Kandidaten verlieren, und zwar den Obersten.
Martin Schulz. Wir wissen nicht, wie es in 48 Stunden aussieht. Vielleicht sind die Zahlen besser als die letzten Umfragen. Warum hat er, wenn man die letzten Umfragen sieht, nicht gezündet? Ich finde, er hat sehr gezündet. Also auch für, naja, bei 24%. Er bietet eine Alternative, also zur derzeitigen Kanzlerin an. Selbstverständlich immer in den Bereichen, also wie es einfach funktioniert. Deswegen müssen wir ja als SPD so stark also auch werden. Ich finde, er zeigt überzeugend also auch neue und gerechte Wege für Europa auf. Er zeigt überzeugend auf, dass das Gemeinwohl und das Dasein, die Daseinsvorsorge hier in Deutschland ein Thema sind, in das wir investieren müssen. Also er fordert ja die nationale also Bildungsallianz, ein ganz, ganz wichtiges Thema für Gegenwart also und auch Zukunft. Und wenn Sie überzeugt sind von Mechthild Rawert, dann machen Sie Ihr Kreuz bei Mechthild Rawert. Das war mein kurzer Werbeblock. Das war ja unsere Sendung, Ihre Sendung, um Sie vorzustellen. Sie haben noch die Chance, 48 Stunden zu überlegen und dann geht es ins Wahllokal und letzte Sache, letzter Aufruf in eigener Sache und ich bedanke mich, dass Sie hier waren, Mechthild Rawert, Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Tempelhof Schöneberg und bitte gehen Sie wählen. Hoffentlich die nächsten 4 Jahre wieder, so ist Ihre Hoffnung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wir sehen uns dann wieder in der Sendung aus dem Bundestag, die dann wieder nach der Wahl jeden Montag 20.15 Uhr stattfindet. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie jetzt noch immer nicht wissen, wo Sie das Kreuz machen, dann schauen Sie sich die Sendung doch nochmal an. Bei der SPD. Herzlichen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.